Tag, mein Name ist Konstantin, ich grüße Sie. Spreche ich mit Herrn Schandieb? Ja. Ja, Herr Schandieb, ich rufe an von 101 Investing. Es geht um Ihre Registrierung bei uns auf der Plattform für den Bitcoin-Handel. Ja. Ja, Herr Schandieb, meine Aufgabe ist es als Kundenmanager, Ihnen dabei zu helfen, das Konto zu aktivieren. Ja, sind Sie ein Mann oder eine Frau? Ich bin ein Mann. Okay. 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 Ja? Haben Sie Fragen, bevor wir beginnen? Nein. Okay. Lassen Sie sich gesagt sein, wir sind ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen unter der SciSec. Was bedeutet? Was bedeutet? Das wollte ich gerade ausführen. Das bedeutet, dass wir streng nach Regeln und Vorgaben hier arbeiten, die uns durch die Lizenzierungs- und Regulierungsbehörde hier auferlegt wurde. Von Angela Merkel? Nee, aber nicht von Angela Merkel direkt, aber von einer Finanzaufsichtsbehörde, ja. Gut. Okay. Ja, Herr Schandi, wollen wir zusammen online gehen, dass wir einmal die Registrierung machen? Ich doch schon eine Registrierung gemacht, oder nicht? Ja, Sie haben ein Konto eröffnet, aber das ist noch nicht aktiviert. Ach so. Sie wollen ja Geld damit verdienen, oder Herr Schandi? Ja, Geld machen. Geld mit Bitcoin, Dogecoin. Genau. Sie wollen ja die Welt, die Finanzwelt kennenlernen mit ihren Risiken und Nebenwirkungen, die es da gibt. Geld machen. Ja, genau. Ja, Geld. Ja, genau. Ja, viele Möglichkeiten warten dort auf Sie, ja? Ja, das ist gut. Aber sagen Sie mir, wie viel Geld kann man gewinnen? Also, erstmal, das kann ich Ihnen nicht als Summe nennen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Sie einzahlen möchten. Also mit wie viel Geld möchten Sie denn starten? Also wie viel Prozent kann man machen? Kann man den sagen, so bei ungefähr machen? Nein, okay. Das ist nicht wie im Roulette-Tisch, dass Sie sagen, okay, Sie haben 48% rot und 48% schwarz, das geht nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie Geld verdienen können, ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie viel. Okay. Aber verdienen, ja? Ja, Sie können Geld verdienen. Das ist das ist zweifelsfrei möglich. Weil können oder werden? Können oder werden? Ja, schauen Sie. Sie können das verdienen, natürlich. Wenn Sie zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd sitzen, können Sie natürlich Geld verdienen. Das ist richtig. Nein, nicht Pferd haben. Nein, das ist nur sprichwörtlich gesagt. Schauen Sie. Ja, sprichwörtlich. Das ist einfach nur eine Redensart, wissen Sie? Nein. Das sagt man so. Das ist eine Redensart. Okay. Okay. Right. Ja, okay. Haben Sie eine Möglichkeit, online zu gehen, dass wir einmal das Konto aktivieren? In Ihr Computer? Okay, Computer. Ja. Gehen Sie mal bitte in Ihre E-Mails. Dort haben Sie eine Willkommens-E-Mail. Ja, muss ich bei Computer machen. Einen Moment. Ja. Welches mein E-Mail-Adresse ich da reinschreiben? Ah, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht, aufgrund von Datenschutz. Kraken? Ich sehe das, Moment, ich weiß das nicht, ich sehe das nicht. Ich sehe keine E-Mail-Adressen, aber ich kann Ihnen, Moment. Wie viele E-Mail-Adressen haben Sie denn? Mehrere. Okay, Moment. Schauen Sie mal in die SMS, die ich Ihnen geschickt habe. Ah, nee, das ist... Ich schicke Ihnen eine Test-E-Mail, ja? Ich schicke Ihnen eine Test-E-Mail einmal. Eine Test-E-Mail habe ich Ihnen geschickt. Testkontrolle machen, ja? Sehr gut. Ja, gucken Sie mal. Ja, Computer anmachen. Einen Moment, gucken, ja? Muss kurz gucken. Möchten Sie, wenn Sie Englisch sprechen möchten, ist das kein Problem. Ich verstehe Englisch. Ja, das ist kein Problem. Okay. Mal gucken. Ich nicht gut Deutsch reden oder was ist das Problem? Nein, wenn Sie möchten, Sie können Englisch mit mir sprechen. Ich spreche Englisch. Ja, aber ich Deutsch reden. Okay, alles klar, bitte. Ja, dann gucken Sie mal, ob Sie jetzt diese Test-E-Mail bekommen haben. Finden. Konstantinos, ja? Ja, das bin ich, genau. Ja, freut mich sehr, kennenlernen zu machen. Ja, super, Herr Schandep. Freut mich auch. Ich bin der Konstantin. Alles, was Sie möchten, können Sie mich fragen. Herr Schandep. Ja? Schauen Sie jetzt mal. In diesem E-Mail-Konto haben Sie eine Willkommens-E-Mail von uns erhalten.
Heute um 2 Uhr ungefähr. Yes, okay. Ja, die von sofort... 2 Uhr, morgen oder Nagde? Heute Mittag, Mittag. Nein, warte, noch einmal gucken. Schauen Sie im Spam-Ordner. Schauen Sie Spam- oder Junk-Mail-Ordner. Ja, immer mit den Ruhen. Ja. Ich habe heute willkommen bei Investing. Richtig, willkommen bei 1&1 Investing. So, ja. Gehen Sie mal in diese E-Mail, scrollen Sie da runter, da ist ein Passwort. Ah, ja, einen Moment. Okay. Das Computer ist genau, sehr langsam heute. Kein Problem. Ein Moment. Ja, ja. Ja. Sie heute gar nichts frei haben bei Feiertagen? Nein. Oh Gott. Macht aber nichts. Ist denn nichts schlimm? So. Nö, nö, es gibt Schlimmeres. Schauen Sie. Sie haben jetzt die E-Mail, das Passwort. Jetzt, Jetzt warte mal. Computer langsam. Langsam, ja. Ja? Okay. Ja, ja. Okay, wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid. Soll was machen? So, jetzt ist dort in der E-Mail. In der E-Mail finden Sie Login. Ein E-Mail, ja, ja. Ich gefunden, ja. Okay, gehen Sie auf Login, jetzt kommen Sie zur Anmeldeseite, ja? Anzeigenseite, ja, einen Moment. Ja. So, ich finden. Okay. Und jetzt das E-Mail reinschreiben, ja? Nein. Ja, genau. E-Mail-Adresse und Passwort, richtig. Ja, das ist kein Problem. Ich nur super. Ein bisschen Zeit gebrauchen, aber dann wir schaffen. Alles klar. Ja, ja, lassen Sie sich Zeit, das ist alles kein Thema. Ja, das ist sehr gut. Hallo? Hallo? Ja, ich bin da. Ich Okay. Ich geh drinnen, ja? Okay. Also haben Sie sich angemeldet? Ja, okay. Was sehen Sie? Login. Ja, Login, bitte. Er sagt invalid E-Mail Address. Okay, gucken Sie nochmal, ob Sie die E-Mail-Adresse richtig geschrieben haben. Kein Leerzeichen oder so. Nein, alle richtig. otterbach@gmail.com. Okay. Was für ein das Passwort ist auch richtig? Ja, der sagt E-Mail falsch, aber E-Mail richtig. Ich kenne meine E-Mail, ich den seit 13 Jahren haben. Okay. Kann ich kurz mal das Passwort zurücksetzen, weil es kann sein, dass das Passwort abgelaufen ist. Warte, ich einmal das Copy-Paste von E-Mail machen, vielleicht bei Systemfall schreiben. Einen Moment. Ah, okay, das Google-Mail statt Gmail schreiben. Ha, das ist ja, kein sehen Problem. Sie. Oh. Okay. Okay, let's make our introduction, right? Okay, Sie können unten rechts, unten links auf Deutsch ändern. Brauche ich nicht. Okay, so, dann geben Sie bitte Ihre Adresse und das Geburtsdatum ein. Ja. Ich mache. Soll ich Proceed drücken? Ja, ja, wenn Sie fertig sind, machen Sie weiter. Ja, das ist sehr gut. Von wo Ihre Firma anrufen, meine Herr? Ja, aus Zypern. Wo? Zypern. Wo ist das? In bei Europa, Bayern? Nein. Zypern ist im Meer, Mittelmeer. Griechenland? Oh. Aber Sie sehr gut in Deutsch reden. Ja, ich komme ja auch aus Deutschland. So, ja, dann ist ja keine Wunder. Oh. Ja, super. Gut. Was sollen wir jetzt machen? Hallo? Ja? Ja, was soll ich machen? Ja, haben Sie die Adresse und das Geburtsdatum eingegeben? Ich würde reinschreiben, ja. Ja, okay. Und dann gehen Sie auf Fortfahren oder Proceed. Ja, habe ich schon machen. Okay. So, jetzt können Sie das Konto kapitalisieren.
Das bedeutet, Sie laden ein Guthaben auf. Mit diesem Guthaben können Sie dann am Finanzmarkt teilhaben. Ah, ja? Wie den Prepaid-Telefon? Ja, genau. So ist es ungefähr. Genau. Mhm. Okay, Verständung. Okay. Aber wie funktioniert machen? Ja, also, haben Sie eine Kreditkarte? Ja. Oder Online-Banking? Ja. Okay, geben Sie doch mal oben den Betrag ein, den Sie einzahlen möchten. Zum Beispiel 250 Euro, 500, 1000, je nachdem, was Sie einzahlen ja, möchten. Ja, das sind Fragen, weil ich dann bei Twitter immer gucken, von Bitcoin, Dogecoin. Das sind Fragen, was soll man machen und wie viel Geld kann man denn kriegen? Bei welchen Jahren, Zeit, Woche, Monat, Tagen? Also, nochmal, ich kann Ihnen nicht sagen, dass Sie 20 Euro gewinnen, 5.000 Euro oder 20.000 Euro. Ich wissen, aber was ist den Durchschnitt von den Menschen? Also okay, meine Kunden zahlen so im Durchschnitt zwischen 1.000 und 3.000 Euro ein. Ja, und wie viel denn zurückbekommen bei Europa? Also wie gesagt, das ist immer schwierig. Ich kann Ihnen keine Summen sagen. Ich darf Ihnen auch nicht sagen, was unsere Kunden gewinnen. Ja, ich kann Ihnen nur sagen... Eine anonyme Durchschnitt. Nein, darf ich nicht sagen. Gott. Aber Herr Sandeep, da kann ich ja gar nicht wissen, ob der gut ist. Da weiß ich doch gar nicht, ob der gut ist. Okay, darf ich Ihnen was vorschlagen? Ja. Dann fangen Sie mit 1.000 Euro an oder mit 500 Euro. Ist doch auch in Ordnung. Schauen Sie sich das an am Anfang, wie das ist. Und wenn Ihnen das gefällt und sagt, ja, das gefällt mir, dann machen Sie mehr. Das ist doch kein Problem. Ja, und ein Geld kann nicht wegkommen? Nein, das Geld ist ja hier treuhänderisch für Sie verwaltet. Bitte was? Wie gesagt. Was bedeutet das? Das Geld ist treuhänderisch. Das heißt, wir haben das Geld ja hier, das ist auf einem Bankkonto, aber das gehört Ihnen. Das nehmen wir nicht, das Geld. Ja, aber ja? Wer machen? Was machen wer? Was? Wer den Geld nehmen und was denn mit diesem Geld das machen? Das Geld ist auf Ihrem Konto online. Sie haben PayPal? Jederzeit darauf... Ja, wie bei PayPal. Sie können jederzeit das Geld wegziehen dort. Sie können jederzeit Auszahlung machen. Okay. Das ist sehr gut. Aber dann, kann ich auch der Dogecoin kaufen, ja? Ja, Sie können zum Beispiel mit Dogecoin handeln. Sie handeln hier auf die Währung. Man sagt Dogecoin oder Dogecoin. Nicht wissen. Ja, das beides ist okay. Weil manche sagen Dogecoin. Weil du Deutsch schreibst, die ja Deutsch für ausweichen, aber den man ja ganz anders schreiben als Dogecoin, right? Darum ja, frage. Richtig. Ich will nicht keine Blamage machen, wenn ich den falsch sage. Nein, ist alles okay. Keiner blamiert sich damit, das ist doch in Ordnung. Ja, die genau wissen, ich den nicht schlechte Druck machen bei anderen Menschen. Nein, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Also, gut Integration machen, keine Probleme machen. Na, alles gut, Herr Sandin. Das ist super. Wie gesagt. Also, geben Sie bitte mal einen Betrag ein, der Ihre finanzielle Situation, der für Sie finanziell vertretbar ist und dem Risiko des Finanzmarktes Rechnung trägt. Ja? War denn Risiko, was Risiko bei Finanzmarkt? Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, nochmal. Ja, es gibt die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen, aber es gibt auch mal schlechte Tage, ja? Es gibt auch ein gewisses Risiko. Ja, in der kleinen oder großen Risiko? Der kleine oder groß? Das kommt immer drauf an. Wenn Sie zum Beispiel mit viel Geld handeln, dann ist das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko höher. Aber wenn Sie mit wenig Geld anfangen, dann ist es anders. Es kommt immer, ich kann es nicht in prozentuelle Zahlen pressen. Oh mein Gott, ja, das ist ja, woher soll ich wissen, was gut, was nicht gut, wenn Sie keine bei mir sagen können? Doch, ich sage Ihnen ja, weil, schauen Sie, Sie kriegen ja den Senior Account Manager, Sie kriegen jemanden, der mit Ihnen zusammen handelt, der Account Manager, der hilft Ihnen ja bei ein dem Trainer? Handeln. Trainer? Ja, es ist sowas wie ein Trainer, richtig. Oh, okay. Und der dann mein Dogecoin kaufen, ja? Oder der verkaufen? Ja, der zeigt Ihnen, wie Sie handeln, wie Sie automatisiert handeln und wie Sie das machen können. Automatik? Wie bei Auto? Schaltung machen? Es gibt auch zum Beispiel Automatismen, mit denen Sie handeln können. Das ist richtig. Okay. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ja,
Ja, das hilft ihnen halt einfach. Entweder handeln sie mit Automatismen oder ohne. Das können sie machen, wie sie möchten. Oh, okay. Aber wie denn, wenn ich der bei Bitcoin, wenn ich der Geld verdiene, muss man eine Steuer bezahlen bei Deutschland? Nein. Nein, also es ist so, sie haben in Deutschland einen Steuerfreibetrag, der ist bis 8.000 Euro im Jahr und alles Weitere müssen sie versteuern, ja, aber sonst nicht. Ja, aber 8.000 muss man ja auch erst einmal geschafft machen. Das ist ja nicht gewinnig. Das ist ja nicht gewinnig. Nein. Doch. So, was und was heute bei dieses heiliges Feiertag, was heute ein gutes Coin zu kaufen? Ja, schauen Sie, wir tun jetzt erstmal nur das Konto erstellen. Ja, aber ich würde das ja gucken. Dogecoin nicht mehr so viel Geld geben, Bitcoin auch nicht mehr so viel Geld geben. Gibt es andere Coin, was kann man kaufen? Was ist sehr ja, gut für die Menschen? Hören Sie. Ich immer nochmal, holen. Ich bei Armee gewesen, ich immer holen. Sie müssen... Hören Sie mir mal bitte zu. Hey, Dominik schreien. Dominik schreien, Benchot. Nein. Herr Dann kann aber der Ethiker, Benchot, Terry Markicho. Dominik, so mit mir reden. Gib mir deine Manager. Ja. Nein, Herr Sandip, Sie hören mir nicht zu. Terry Markicho, gib mir deine Manager. Ich nicht mehr mit dir reden. Sie ja? mit mir sprechen. Alles klar, Moment. Moment. Hallo, hier spricht die Frau Halter von 101 Investing. Ja, guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin die Managerin vom Konstantinus, mit dem Sie gesprochen haben. Ja. Was gibt es denn da für ein Problem? Der jungen Frau, sehr unfreundlich und bei mir schreien. Ich kann nicht mehr mit den jungen Frau reden. Das ist ein junger Herr, keine Frau. Das Wirklich? Ist ein junger Herr, mit dem Sie die ganze Zeit sprechen. Ist er ein Mann gewesen? Keine Ja, das ist ein Mann. Aber den Mann sehr unfreundlich gewesen bei meiner. Ich möchte mit einem anderen Menschen reden, bitte. Okay, Sie sprechen ja jetzt mit mir. Was benötigen Sie denn jetzt noch? Ich will das wissen meine erste Mal probieren mit Bitcoin. Ich würde fragen, wie viel Geld man nehmen und was kann man bekommen. Weil muss ich den wissen. Das kann man Ihnen nicht verallgemeinernd nennen. Sie sind ja hier am Finanzmarkt und Sie haben die Möglichkeit, auf steigende und fallende Kurse zu handeln. Das heißt, das Potenzial besteht, Ihr Geld zu verdoppeln, aber auch ein Risiko, Geld zu verlieren. Ja. Sie haben keinen, der Ihnen sagt, aha, Sie werden aus 250, 500 Euro machen. Das geht nicht. Sind Sie das Senior Account Managing? Nein, ich bin Managerin vom Konstantinus. Damit Sie das, wie gesagt, nachvollziehen. Der Ablauf ist folgendermaßen. Zuallererst, da wir ein reguliertes Unternehmen sind, müssen Sie Ihr Konto erstmal nach den Vorgaben der SISEC, also der Finanzaufsichtsbehörde, aktivieren. Ja. Wenn dieses Konto aktiviert ist, haben Sie ganz unverbindlich ein Konto und erhalten dann einen Senior Account Manager, der für Sie persönlich zuständig sein wird. Ja, das ist sehr gut. Und dann, ich zu der jungen Frau sagen will, ich das Dogecoin haben. Der das für meine kaufen, ja? Sie können mit dem Blockchain bei uns arbeiten, korrekt. Noch einmal, nicht verstanden? Ja, Sie können eben mit dem Dogecoin bei uns arbeiten und handeln, das ist richtig. Ja, aber das sind eben... Sagte ja? man sagen Dogecoin oder Dogecoin? Ich nicht verstehen. Dogecoin. Aber man nicht das schreiben, ist der Dogecoin. Aber man nicht schreiben wie to Dodge, wie bei Deutschland ausweichen. Mal anders schreiben, darum wollte ich fragen. Will ich kein Leckerlick machen? Das ist richtig, also es ist in dem Fall ganz einfach Dogecoin. Okay, das ist gut. Also muss ich bitte den kaufen, ja? Wie gesagt, Sie haben hier nicht die Möglichkeit, den Dogecoin zu kaufen. Sie können mit dem handeln. Ja, ja. Auf den steigenden und fallenden. Ja. Was heute Dafür eine, müssen Sie zu aller. Wie viele heute eines Dogecoin, wie viele heute kosten? Kann ich ihn gerne einmal raussuchen. Kurzen Augenblick, bitte. Warum Menschen bei Sie so laut schreien? Weil wir hier am Finanzmarkt in der Aktivierung sind, der Herr. Und im Normalfall ist hier sehr, sehr viel Stress, denn es gibt viele Klienten, die gerade daran interessiert sind, dieses System zu nutzen. Ja, ja, mit den Dogecoin. Mhm, richtig. Ja, sehr Dann gut. Mich. Sehr gut. So, einen Augenblick.
So, das geht hier nämlich jetzt eben ein bisschen darüber hinaus. Der Dogecoin-Preis liegt jetzt aktuell bei 0,4159 Dollar in dem Falle. Okay, ja. Okay. Da besteht also natürlich sehr viel Potenzial, das Ganze einfach zu verfolgen, auf diese Werte mitzugehen und darüber potenzielle zu gewinnen. Ich würde mit meinem Vater und mit meiner Frau reden. Wir sagen, okay, wir den Family ein bisschen Geld gesammelt haben. Wir den nehmen und den Dogecoin nehmen, ja? Okay, und also was möchten Sie jetzt tun? Ich verstehe das nicht ganz. Dogecoin. Sie wollen jetzt noch weiter. Dogecoin. Okay, aber möchten Sie das denn jetzt nutzen? Weil dann müssen Sie jetzt Ihr Konto erstmal aktivieren. Ja, und dann das Dogecoin nehmen, ja? Korrekt, anschauen Sie. Zuallererst müssen Sie Ihr Konto aktivieren. Dann bekommen Sie einen Senior Account Manager. Er wird Ihnen zeigen, wie Sie das ganze Handelssystem nutzen, einstellen und wie Sie eben dann auch mit dem Dogecoin handeln können. Ganz einfach. Das ist sehr gut. Okay. Wo genau auf der Seite befinden Sie sich denn jetzt? Make your first deposit. Okay, möchten Sie das auf Englisch alles weiter haben oder wollen Sie die Seite auf Deutsch umstellen? Das ist mir egal, ich beide können. Okay, also ich werde Sie auf Deutsch supporten, wenn es für Sie in Ordnung ist, wenn Sie vor sich alles auf Englisch haben, dann machen Sie das gerne so. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ja? Möchten Sie denn die Kapitalisierung mit einer Kreditkarte oder mit Online-Banking durchführen? Kredit. Okay, dann müssten Sie vor sich haben additional payment, also zusätzliche Zahlungen. Sehen Sie das? Not really. Nein. Okay, Augenblick. Klicken Sie bitte noch einmal oben links auf das Logo von 101 Investing. Da steht Select Alternative Payment Method. Sofort, Trusty, Rapid, Safety Pay, Bank Transfer, Zero Pay, Fast Transfer, Skrill, whatever that is. Und Pay Retailers. Okay. Da ist nichts mit Kreditkarte. Doch, schauen Sie. Oben. Wenn jetzt zusätzliche Payment Methoden. Genau, oben müssen Sie zuerst den Betrag auswählen. Ja, wie viel soll man nehmen? Und dann gehen Sie nach. Wie gesagt, das ist Ihnen überlassen. Wenn Sie Ihre Möglichkeiten weiter fächern wollen, fangen Sie mit 500, fangen Sie mit 1000 an, aber das ist etwas, was Sie entscheiden, allein. Okay. Dann habe ich Ihnen keine Sachen zu sagen. Ne? Alles darüber hinaus auch entscheiden Sie selbst. Ja. Dann muss ich noch. Geben Sie bitte. Ja? Ja. Mhm. Also, ich wollte nur sagen, Sie müssen den Betrag eben eingeben, dann etwas nach unten scrollen. Ja. So, dann können Sie da bitte stillschweigend Ihre Kreditkartenangaben machen und dann müssen Sie unten die zwei Häkchen setzen und auf Anzahlung klicken. Häkchen. Sehen Sie diese zwei kleinen viereckigen Felder, die Sie bestätigen müssen? Einmal die Zahlungsmethoden. Okay. Ich das mir gerade eingefallen, ich das junge Frau gar nicht fragen, was ihre Service für meine Kosten? Unser Service, also der Service, mit dem, dass ich jetzt sie unterstütze, dabei kostet sie gar nichts. Den Konto und den Trading, weil sie ja sicherlich nicht machen, weil nicht das Menschen, also, sondern weil ein Firma, ja? Richtig, schauen Sie. Worüber wir Geld verdienen, ist über die Kommission. Das heißt, wir verdienen nichts an Ihren Einzahlungen, Auszahlungen, nichts an Gewinnen und auch nichts an Verlusten. Ja. Worüber wir unser Geld verdienen, ist die Kommission. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel einen Handel eröffnen mit 100 Euro, dann startet der jetzt zum Beispiel nicht bei 100, sondern bei 99,40 Euro, meinetwegen. Das ist dann also eine branchenübliche kleine Kommission, die von so einem Handel abgeht, worüber Sie vorweg sowohl natürlich vom System als auch von Ihrem Ansprechpartner informiert werden. Okay. In unserem Sinne liegt es also immer, Ihnen zu erklären und zu zeigen, wie funktioniert alles und Sie auch dabei zu unterstützen. Ja. Denn wenn Sie schlechte Erfahrungen machen, sind Sie ganz einfach am Verabschieden und suchen sich jemand anderes, der Sie da besser supportet. Ja. Ganz einfach. Ja, das ist kein Problem. Und wie viele der Prozent jetzt, ich nicht, weil Sie sagen, nicht verstanden? Wie meinen Sie jetzt? Ich kann Ihnen keinen genauen Prozentsatz nennen. Das kann Ihnen Ihr Senior Account Manager sagen, wenn Sie selbst überhaupt, ja? Nee, ich meine der, was bei Ihres Firma nehmen, wenn ich den Profit machen. Wie viele Prozent nehmen für die Kommission? Das kommt ja darauf an,
Was handeln Sie? Mit wie viel Euro handeln Sie? Ja, aber das ist nichts, was ich Ihnen in der Aktivierung beantworten kann. Das ist Ihr Senior Account Manager, der wird alle Kosten. Sie haben ja mit mir jetzt hier noch gar keine Kosten. Nicht. Ja, ja. Das Gespräch ist unverbindlich. Ihre Kapitalisierung, das ist Ihr Geld. Das können Sie jederzeit auch immer auszahlen lassen. Ja. Bei uns, in unserem Gespräch, geht es wirklich nur darum, Ihr Konto erstmal nach den Vorgaben der Finanzaufsichtsbehörde aktivieren zu können. Danach sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner und lassen sich in der Praxis das System zeigen. Praxis? Sie lassen sich... Bei Doktor? Ich sage in der... Nein, Sie lassen sich in der Praxis, ja, also nicht übers Telefon oder ähnliches, zeigen, eben wie Sie das Ganze dann nutzen können, wie Sie eine Auszahlung auch tätigen können, also was Sie für Kommission haben, ja, und ähnliches. Mit Webcam dann ein Gucken machen bei den Managerinnen? Nein, das wird in dem Fall auch telefonisch passieren. Nur werden Sie dann in der Praxis vor sich das System haben und nicht, wie wir jetzt, in der Aktivierung sein. Oh, okay. Und der mir dann sagen, ja? Der wird Ihnen dann alles zeigen und Ihnen Ihre Fragen beantworten und auch zeigen einfach, wie stellen Sie das System ein, sodass das anschließend für Sie arbeitet. Gut. Ja. Gut. Jetzt ist der Problem. Sie sagen, ein Dogecoin 44 Cent kosten, ja? Der Dogecoin-Preis liegt momentan bei 0,4159 Dollar, korrekt. Ja, okay, jetzt 1,5 reinschreiben, aber der liegt neben bei Select Amount. Der keine Komma reinschreiben bei den Zahlen machen. Nein, das ist auch richtig. Was Sie ja jetzt tun, ist die Kapitalisierung Ihres Kontos, nicht der Einkauf. Ja, ja, ich wollte 3 Stück kaufen. Schauen Sie. Ich wiederhole mich jetzt noch einmal. Ich bitte Sie auch, mir zuzuhören, denn ansonsten wird das genauso unfreundlich für mich. Sie können hier keinen Dogecoin kaufen. Sie können den Dogecoin handeln. Ja, 3 Stück. Das bedeutet, die Einzahlung, die Sie jetzt machen, ist eine Kapitalisierung und kein Einkauf. Sie müssen einen Betrag von mindestens 250 Euro in Ihr Konto legen, um dieses zu aktivieren. Und anschließend werden Sie gezeigt bekommen, wie Sie mit dem Dogecoin handeln und alles Weitere auch hier in diesem System tun können. Möchten Sie das Ganze denn jetzt nutzen, ernsthaft, oder möchten Sie das nicht? 250 Euro, was Sie sagen? 250 Euro ist die Mindesteinzahlung, was Sie an Eigenkapital auf Ihrem Konto haben müssen. Aber eines Dogecoin 40 Cent kostet, so viel wollte ich nichts kaufen. Okay, ich frage Sie jetzt zum wiederholten Mal. Ich sagte, Sie können hier nichts einkaufen. Sie können handeln. Handel, Bazar, wie Bazar. Sie können handeln wie auf dem Bazar. Wenn Sie das so nennen möchten, können Sie das so nennen. Das heißt aber weiter, Sie können nichts einkaufen. Ich versuche dir ganz einfach zu sagen. Ich möchte bei deinem Bazar 3 Dogecoin kaufen, bitte. Ja? Gut, ich versuche es Ihnen einfach dann zu sagen, wenn Sie mich jetzt verarschen möchten, okay? Es ist nicht möglich, auf unserer Handelsplattform für Sie den Dogecoin einzukaufen. Wir sind ein reguliertes Unternehmen mit Aufsicht der Finanzaufsichtsbehörde, die auch dieses Gespräch mit Ihnen gerade aufzeichnet. Das ist Ihnen aber sicherlich bewusst. Sie haben, wie gesagt, keine Möglichkeit des Einkaufs. Sie können handeln mit diesem Produkt bei uns. Und ich habe das Gefühl, Sie sind nicht ernsthaft interessiert und Sie machen sich gerade lustig. Und dieses Gespräch werde ich nicht weiterführen. Ich jetzt nur halben von dem, was Sie gesagt haben, verstanden. Dann zu schweren Worte nehmen, ja? Sie haben das nicht verstanden? Nein. Okay. Sie können keinen Dogecoin hier kaufen. Haben Sie das verstanden? Warum nicht? Weil es nicht geht. Weil diese Plattform das nicht anbietet. Aber Kollege sagt, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und ich will den kaufen. Von der Schauen Sie mal, Frau, der Kollege, zu dem Sie vorher die ganze Zeit Frau sagen, weil Sie sich selber gerade ein kleines bisschen verarschen und ein bisschen peinlich langsam wird. Der junge Herr hat Ihnen also nicht gesagt, dass Sie hier den Dogecoin kaufen können. Auch nicht, dass Sie den Bitcoin kaufen können und auch sonst keine Produkte. Sie der Junge hat ihn von Anfang an, Sie alle ich schlechte keine Laune schlechte Laune haben. Wir alle keine schlechte Laune haben. Doch. Wir nur ein reguliertes Unternehmen, die einen ernsthaften Job machen. Ja, am und, Feiertag. Sie am Feiertag. Haben Sie sich nicht angemeldet am Feiertag? Entschuldigen Sie bitte. Christi Himmelfahrt. Leute anrufen und schlechte Laune haben. Du beleidigst den heiligen Jesus Christus. Ich beleidige den heiligen Jesus Christus. Ja.
Und die heilige Kuh. Okay, schauen Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich beende dieses Gespräch. Ich beende dieses Gespräch. Wenn Sie mich weiter beleidigen, werde ich dieses Gespräch einfach weiterleiten. Wohin denn? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Diese Daten werden jetzt so weitergegeben. Wohin denn? Sie können sich gerne Ihre Daten löschen lassen über den Support, Herr Bankirodirokan. Ja. Und ich bitte Sie in Zukunft vielleicht, sich nicht selbst zu sehr zu blamieren, denn es ist relativ unangenehm, was Sie hier gerade an den Tag legen. Ja, aber Sie sind wahrscheinlich eine vollständige Person. Ich halbe Stunde zuhören. Ja, Sie halbe Stunde ja, zuhören. Ja, schauen Sie, eine kurze Frage. Wenn Sie in eine Bank gehen, wenn Sie zu einem Handyanbieter oder einem anderen seriösen Unternehmen gehen, ja, werden die Ihnen nicht auch eine Weile zuhören, solange wie Sie sich da blamieren, bis die Ihnen mitteilen, bitte verabschieden Sie sich aus unserem Geschäft, bitte machen Sie das, was Sie hier gerade tun, woanders. Eine Bank hätte Sie nach draußen geleitet, die Security gerufen, jedes andere Geschäft hätte das auch. Und ich beende dieses Gespräch. Ja, ihr seid so verzweifelt, dass ihr den Leuten das Geld wegnehmen müsst, dass ihr euch alles anhört. Ach so, das ist richtig. Auf jeden Fall sind wir nicht so verzweifelt, denn was wir hier tun, ist Leute zu supporten, die das interessiert und das machen möchten. Geben Sie mal Ihre Firmenname bei Google ein. Alles Menschen sagen Betrug, 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 Betrug. Haben Sie schon mal gucken? Ja, tatsächlich, schauen Sie, wissen wir das. Und denken Sie, wenn wir Betrüger wären, wären wir seit 5 Jahren am Finanzmarkt reguliert? Hätten wir dann eine Lizenz? Sie haben eine Lizenz, dass jeder Kioskbetreiber sich kaufen kann. Von Chippern. Wir haben eine Lizenz, die jeder Kioskbetreiber sich kaufen kann. Ja. Und warum kaufen Sie sich das dann nicht einfach auch und verdienen Sie Geld? Warum telefonieren Sie denn dann mit mir? Warum verschwenden Sie Ihre 33 Minuten? Ich nicht verschwenden. Ich einen Ziegenfarm haben. Ich ehrliche, gute Geld verdienen. Ich brauche nicht Menschen zu zocken. Ach so, aber ich glaube, in Deutschland, Hodenhagen, hat man keine Ziegenfarm oder sonstiges. Und im Normalfall würde man sich dann auch nicht bei uns registrieren. Sehen Sie das nicht auch so? Na doch, die Ziegen ich müssen Futter haben. Ich unterhalte mich weiter mit ihm, weil ich das ganz schön lustig finde, tatsächlich. Das ist sehr gut. Aber jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und nächste Mal, machen Sie diesen spaßig mit jemand anderem War bei Ihnen schon lustig. Ich werde mir mit ganz vieles andere Namen und Telefonnummer und E-Mail bei Sie anmelden. Ich möchte wieder mit Sie reden bei einer anderen Tag. Okay, alles klar. Das können Sie ja gerne machen. Schönen Tag noch für Sie. Ja, kann ich bei Sie Treuepunkte sammeln? Was für eine. Sie sind richtig böse, pissig geworden.